Es folgt für eine Minute Herr Kollege Bütikofer. High Representative, dear colleagues. Vertreter, hohe Vertreterin, liebe Kollegen. Nachdem die EU aufgefordert wird, mehr Verantwortung zu übernehmen als Akteur im Sicherheitsbereich, ist es auch wichtig, dass bei allen Themen, mit denen wir es zu tun haben, wir es unseren Bürgern und allen anderen deutlich zeigen, dass wir das tun nach unseren eigenen Prinzipien. Und das ist der Grund, warum wir diese Killerroboter verbieten müssen. Wir sind der Auffassung, dass der Einsatz dieser Waffen, die ein Ziel auswählen, ohne menschliche Intervention, dramatisch die Welt ändern würde, in der wir leben. Es ist offensichtlich, dass der Einsatz solcher Waffen, wenn es sie denn geben sollte, möglicherweise nicht nur auf staatliche Akteure beschränkt werden könnte. Deswegen treten wir dafür ein, dass es in der EU eine gemeinsame Position gibt für ein rechtskräftiges Verbot für Killerroboter im November. Vielen Dank, Herr Kollege Bütikofer.